Guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Wer immer wieder Joachim Reichelt verfolgt, der wird auch seinen Hinweis auf News, NIUS.de haben. Und ich bin diesem Hinweis mal gefolgt und ich musste da einen ganz gruseligen Film entdecken, und zwar Trans ist Trend. Ich sage, Trans ist nicht einfach bloß Trend, das ist Gefahr. Man will an unsere Kinder ran, und ich werde hier einige kleine Ausschnitte, Stimmen von Lehrern, Stimmen von betroffenen Eltern und so weiter und so fort, die werde ich ganz kurz zu Wort kommen lassen und kann Ihnen diesen Film empfehlen. Das sind 1,5 Stunden. Es lohnt sich auf jeden Fall, übers Wochenende anzuschauen. Und ich werde natürlich alles verlinken, auch news.de und so weiter. Es lässt sich ganz einfach merken. Ich werde es trotzdem hier drunter verlinken, und ich werde trotz alledem natürlich auch das alles wieder unter meiner Werbung laufen. Warum? Das wissen Leute, die es schon kennen, die meinen Kanal kennen. Das muss ich nicht weiter erklären. Na dann, ich sag bloß ganz einfach: Film ab und bis zum nächsten Video. Viel Vergnügen. Transfrauen sind Frauen. Deswegen sehe ich da jetzt keinen weiteren Erörterungsbedarf. Im Lehrerzimmer sagt das jeder, dass das ein Jugendtrend ist. Wenn du es aber laut sagst, wirst du Probleme kriegen. Es gibt sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter. Ich muss halt damit rechnen, dass dort ein wütender Mob auftaucht, der mich schlägt. Zersetzungsmethoden, wie aus dem Stasi-Lehrbuch. Also wirklich nach ein paar Stunden Aufenthalt war also scheinbar für die Klinik klar, sie ist ein Junge. Das Jugendamt hat sie sofort in Obhut genommen. Nach diesem Blick, nach diesem fröhlichen Blick, der ist nicht mehr da. 80% der Jugendlichen, die in der Pubertät der Meinung sind, sie könnten transsexuell sein, nach der Pubertät das nicht mehr denken. Anxiety. Angstzustände, Probleme und Depressionen. Mir drohte dann eine Gefängnisstrafe von 3 Jahren, weil ich sagte, dass Männer keine Lesben oder Mütter sein können. Die Transbewegung ist das Ende jedes Safe Spaces für Frauen. Ich habe dann irgendwann auch rausgefunden, dass er pädophil ist tatsächlich, also auch so richtig pädophil. Ich war 16 zu dem Zeitpunkt, er war 36. Ja, nun auch keine biologische Frau. Ich behaupte es auch nicht zu sein. Also insofern wehre ich mich auch gegen den Spruch, Transfrauen sind Frauen. Das ist eine Lüge. Immer häufiger gehört es zum guten Ton, sich für die Rechte von diskriminierten Minderheiten einzusetzen. Das alles geschieht unter der Regenbogenflagge oder unter der Abkürzung LGBTQ. Doch unter dieser Fahne und dieser Abkürzung agiert inzwischen auch eine Bewegung, die vielleicht die größte Gefahr für unsere freie Gesellschaft darstellt, nämlich der Transaktivismus. Mein Name ist Jan Karon, meine Pronomen sind er, ihm. Mein Name ist Judith Sewin-Spassert und wir zeigen in diesem Film, dieser Transaktivismus torpediert die Werte der Regenbogenflagge. Transaktivismus ist zur Triebfeder einer kulturellen Revolution geworden, die gerade erst beginnt und das Potenzial hat, alles zu zerstören, was uns als westliche Staaten ausmacht. Meinungsfreiheit, Individualismus, die Kategorien Mann und Frau, die Kerneinheit der Familie und die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie war bis dahin ein ganz normales Mädchen gewesen. Also alles angefangen hat circa im Frühjahr 2020, als es auch mit Corona losging. Und irgendwann meinte meine Tochter dann, sie hat jetzt einen Online-Test gemacht und sie ist depressiv und braucht eine Therapie. Fing dann an, von uns zu fordern, dass wir uns vegetarisch ernähren sollten, wo wir dann gesagt haben, das ist jetzt im Familienalltag nicht so leicht umzusetzen. Der nächste Punkt war, dass es vegan sein sollte. Und dann kam halt nach den ersten paar Wochen die Sache mit dem Homeschooling dazu, sodass man ihr das Internet ohne Grenzen freigeben musste. Auf alle Fälle hat sie übers Internet viele Freunde kennengelernt, mit denen sie auch intensiv im Kontakt stand, verteilt über die ganze Welt. Und da gibt es durchaus Tendenzen, dass sie sich da gegenseitig beeinflusst haben. Denn wenn einem gezeigt wird, wie in solchen TikTok-Videos, wie glücklich jemand erscheint und singt und tanzt,
dann denkt jemand, der vielleicht auch gerade in seinem Leben eine schwierige Phase hat, und wir alle kennen schwierige Phasen in unserem Leben, erst recht in der Pubertät, wenn man gar nicht weiß, ja, wer bin ich und bin ich überhaupt was wert und so weiter, dass die dann denken, oh, das könnte die Lösung sein. Transjugendliche haben einen ähnlichen Hintergrund. Sie leiden unter psychischen Problemen, wurden gemobbt und haben möglicherweise einige Probleme mit ihrer Familie gehabt. Und es gibt ein Phänomen, das uns in Finnland besonders bewusst wird. Es kommen ganze Grüppchen aus kleinen Dörfern. Plötzlich sind das 10 Personen, die sagen, sie seien trans. Deshalb gehen wir von einer sozialen Ansteckung aus. Die allererste Reaktion ist doch, das ist nicht so schlimm. Lass sie doch machen. Das Jugendamt hat sie sofort in Obhut genommen, auf ihren Wunsch hin, und hat uns angerufen und hat uns das mitgeteilt. Die Frage war, ob wir zustimmen. Und da habe ich gesagt, ich stimme nicht zu. Ich möchte mit meinem Kind vorher reden. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Das Ende war dann, dass sie in die Psychiatrie gebracht wurde. Wir haben dann ein bisschen hin und her gestritten mit dem Jugendamt am Telefon, weil wir auch nicht erfahren haben, wo sie hingebracht haben. Und wir nicht mit unserer Tochter reden konnten. Es wurden einem die ganze Zeit die Worte im Mund herumgedreht. Ja, für uns ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Es gab dann noch keinen Suizidversuch, aber zumindest eine, ich habe mir das überlegt, Androhung. Also wirklich nach ein paar Stunden Aufenthalt war also scheinbar für die Klinik klar, sie ist ein Junge. Wir sind, wie gesagt, auf die schlimmste Art und Weise behandelt worden. Wir haben dann mit der Schule Rücksprache gehalten und haben versucht, das zu klären, sind zur Schule gefahren und haben mit dem Direktor gesprochen. Es konnte uns keiner erklären. Wir haben mit dem Schulpsychologen gesprochen, mit den Lehrern. Es konnte uns keiner sagen, was los ist. Alle haben sich daraufhin zurückgezogen. Dann waren wir in einer Klinik bei einer Oberärztin. Die war mit meinem Kind dann 40 Minuten alleine. Wir hatten einen 50-Minuten-Termin. Die ersten paar Minuten war ich mit ihr im Zimmer. Danach war das Kind mit ihr alleine. Und danach war für die Therapeutin klar, das ist ein klarer Fall. Sie ist ein Junge. Wir sollen uns informieren, wie wir weitermachen. Sie ist ja dort auch nur mit andersweitig gestörten Kindern umgeben. Unser Kind hat sich den kompletten Sommerurlaub nicht einmal das T-Shirt ausgezogen. Bei 40 Grad im Schatten am Meer. Da stirbst du als Mama auch nebenher und denkst, oh mein Gott. Dann kam das Thema mit dem Brustabbinden. Da war es kein Spitzen-BH mehr für 75 Euro. Da musste es ein Binder sein. Daraufhin hat sie sich dann Tapes besorgt und damit ihre Brüste abgeklebt. Und naja, das ging relativ schnell, dass sie dann Blasen, Entzündungen und aufgeschürfte Stellen hatte. Und sie hat dann auch angefangen, sich in der Schule, also zu Hause oder in der Schule, wissen wir nicht genau, wo es war, zu ritzen. Fingerdick. Auch dafür gibt es Anleitungen im Internet. Das sind keine Ritzungen, wie es so schön heißt. Da wird geschnitten bis zum Fettgewebe, dann quillt das Fett nach oben, weil es ja breiig und dick ist. Und dadurch klaffen die Wunden auf. Und dann werden das fingerdicke Narben. Wir haben sehr stark den Einfluss der Klasse gemerkt. Ich habe vom ersten Tag der Schwangerschaft, also 14 oder 15 Jahre lang, nichts anderes gemacht, als zu gucken, dass es diesem kleinen Menschen gut geht. Dass er gesund ist. Und dann kommt der kleine Schatz her und sagt, ach Mama, ich würde da gern mal hier und da ein bisschen ansetzen und... Ich sage immer, ihr Blick war anders. Ne? Es war nicht mehr das glückliche Mädchen mit diesem schönen Blick, sondern einfach, da haben wir ausgewechselt. Und bis jetzt noch suche ich das nach diesem Blick, nach diesem fröhlichen Blick, der ist nicht mehr da. Und das war wirklich schlimm. Und wenn sie heute sehen würden, würden ihnen die Tränen kommen. Wissen, dass unsere Tochter uns fast schon ablehnt und das ganze System sie dabei unterstützt, ne? Und weil dieses Phänomen so viele Kinder und Jugendliche betrifft, sollte zwangsläufig die Frage gestellt werden, was eigentlich an deutschen Schulen passiert. Wir konnten mit einem Schüler und einer besorgten Mutter sprechen, die uns erzählen, dass die DGTI, die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, ein wirkmächtiger Lobbyverband, an ihre Schule gekommen sind, um unverhohlen Werbung für Transitionen zu betreiben.
Willst du die Pubertät vom Jungen? Nee. Ja. Und also deswegen haben wir als Umkehrschluss? Spritzen. Ja. Hormonblocker können erst gegeben werden, wenn die Pubertät eingesetzt hat. Sie würden diese dann abbremsen. Das würde Ava Zeit geben, sich zu entscheiden, ob sie wirklich zur Frau werden will. Du hast ja noch einen Penis, auch wenn er da nicht hingehört, dann wird der wachsen. Und in dem Moment, wo der wächst, unterbrechen wir alles. Das ist total kompliziert, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du das schon alles verstehen kannst. Sie würde mehr wachsen, sie würde mehr Behaarung bekommen, irgendwann auch einen Stimmbruch. Und das wollen wir ja verhindern. Deshalb sind die Pubertätsblocker hier extrem wichtig. Sind du, wie schnell das geht. Zuck, zuck. Lange hat sie mit ihren Eltern auf diesen Moment gewartet. Die medizinischen Untersuchungsergebnisse und die psychotherapeutische Indikation geben grünes Licht für die Pubertätsblocker. Weil sie minderjährig ist, müssen auch ihre Eltern der Behandlung zustimmen. Doch Julanas Eltern haben recherchiert und kennen das Restrisiko. Für sie überwiegen die Chancen der Hormonblocker. Schau mich an. Magst du mir die Hand geben, Maus? Hallo. Hallo, hier. Oh. Ameisen. Scheiße. Genau. Achtung, Ameisen, Scheiße. Und jetzt? Drin. Was? Dieses Mädchen heißt Julana Gleisenberg. Sie hieß früher einmal Julien und war ein Junge, bevor sie sich mit 9 Jahren als trans geoutet haben soll. Zusammen mit ihren Eltern hat sie ein Buch über ihr Coming-out geschrieben. Ich bin ein Mädchen, das weiß ich schon seit ich 4 oder 5 Jahre alt war. Wir stellen fest, die Eltern vermarkten die eigene Tochter öffentlichkeitswirksam und treten zeitgleich als BDSM-Unternehmer auf. Im Haus Roissy werden Bondage-Workshops und Sexpartys durchgeführt. Menschen lassen sich dort in Käfige sperren oder an Kreuze fesseln. Und auf der Homepage kann man nicht nur Julanas Buch, sondern auch BDSM-Sexspielzeug kaufen. Das Tanzkind Julana selbst scheint immer wieder vor Ort zu sein und liked sogar Beiträge der eigenen Eltern, in denen heftige BDSM-Taktiken dargestellt werden. Und noch brisanter, das BDSM-Haus kooperiert mit staatlichen Institutionen wie dem Queeren Netzwerk Bayern. Der Verein steht dort offiziell als Vertreter der DGTI und als Beratungsstelle für transsexuelle Kinder und Jugendliche auf. Auf der Webseite finden sich nicht nur Begriffserklärungen über unzählige Geschlechtsidentitäten, sondern auch Informationen über BDSM-Praktiken und Verweise an örtliche BDSM-Gruppen. Das vom Familienministerium geförderte Netzwerk Lambda, ein Beratungsverein für queere Teenager, geht noch einen Schritt weiter. In einem Jugendmagazin werden unterschiedliche BDSM-Fetische und Sexspielzeuge glorifiziert. In einem Artikel wird die Geschichte eines 15-jährigen Mädchens beschrieben. Dort heißt es, als ich dann endlich das erste Mal in die Windel urinieren durfte, da fühlte ich mich einfach nur frei und überglücklich. Dieser Fetisch wird von Lambda nicht etwa kritisch eingeordnet, sondern ähnlich wie bei Homosexualität als ein Coming-out gefeiert. Bei der Pride in Köln im Jahr 2021 sorgte eine Gruppe für besondere Aufregung, nämlich der Blog der sogenannten MAPS. MAPS, das steht für Minor Attracted Persons und ist die beschönigende Bezeichnung für Pädophile, die mittlerweile sogar eine eigene Flagge haben. Kurz, in Köln liefen Menschen, die Kinder begehren, beim Regenbogenmarsch mit. 2022 wurde bekannt, dass 2 LGBTQ-Kitas in Berlin entstehen sollen, in der Kinder für queere Lebensentwürfe sensibilisiert werden sollen. Das Brisante? Im Vorstand des Vereins, der diesen Kindergarten betreibt, saß der Soziologe Rüdiger Lautmann, der das Buch Die Lust am Kind geschrieben hat und sich für die Straffreiheit von Pädophilie einsetzte. So, ich glaube, wir haben alle genug gesehen und das ist wirklich nicht einfach bloß so ein Trend oder ungefährlich. Nee, das ist ganz gefährlich. Man will an unsere Kinder ran, egal in welchem Alter. Und selbst in diesem Alter, gerade in Zeiten der Pubertät, wo die Jugendlichen sehr, sehr, sehr um Anerkennung, um eigene Standpunkte und so weiter ringen und betteln und bitten. Gerade in dieser Zeit sind sie am anfälligsten und das sollten wir auf jeden Fall verhindern und da wirklich alles dafür tun, dass die Jugendlichen nicht auch noch auf die falsche Bahn kommen. Auf diese falsche Bahn sind ja schon eher auf falschen Bahnen, aber auf diese nicht auch noch, weil das ist nicht wieder zu reparieren. Alles Gute, bis zum nächsten Video und Leute, erwerbt Wissen. Wir müssen das genau wissen, worum es hier geht. Sonst ja, können wir nicht drüber nachdenken, wie es uns besser geht. Alles Gute
Und macht was, aber macht's gut, also erwerbt Wissen.